Ich habe alle verbotenen Horrormonster aus Minecraft herausgesucht und wir werden uns sie gemeinsam anschauen. Denn diese Horrormonster sind super gruselig und wollt ihr nicht in eurer Welt erleben. Und tatsächlich befinden sich diese gruseligen Horrormonster auch schon in dieser Kiste hier. Aber damit ich die Kiste öffnen kann, lasst nochmal schnell einen Daumen nach oben da. Denn dann geht die Kiste auf und abonniert meinen Kanal für mehr Videos, Freunde. So, und ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt hier erstmal eine Reihe heraus, denn wir haben jetzt hier super viele Horrormonster in der Kiste. Und wir sehen schon, wir haben zuallererst ein Demo-Cat. Hört sich erstmal sehr ungefährlich an, aber Freunde, alles in dieser Mod heute ist super heftig. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran bis zum Ende. Denn ihr werdet nicht glauben, was für Monster wir hier noch in der Kiste erleben und was für Items wir hier vor allem noch bekommen. Aber starten wir erstmal rein mit Demo-Cat. Wir sehen, Demo-Cat sieht jetzt erstmal ganz schnuckelig aus auf dem ersten Blick. Ein sehr kleines Horrormonster, auch so ein bisschen schon mit zerfressener Haut. Wir sehen aber auch, es geht sofort, glaube ich, in den Angriff rein. Wenn ich jetzt beispielsweise andere Monster spawne, das ist noch das allerkleinste Monster heute. Wobei, es löst sogar die Monster hier in Ruhe. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten rüber, denn ihr werdet jetzt nicht glauben, wie die nächsten aussehen. Und zwar haben wir hier Xenomorph Drone. Und wir sehen, Xenomorph Drone ist einfach mal dieses Monster hier. Es sieht ja jetzt schon mal echt heftig aus. Ich spawn mal einen Villager, um zu schauen, ob die sich jetzt vielleicht angreifen. Ja, wir sehen, Alter, was hat der für eine Angriffsanimation? Schaut euch das mal an. Der Villager war auf jeden Fall sehr, sehr schnell tot. Aber das ist noch gar nichts hingegen, wenn wir uns jetzt mal The Shadow, also den Schatten, anschauen. Oh mein Gott, das hätte ich vielleicht doch nicht machen sollen. Er kommt aus dem Boden mit einem fetten Raucheffekt, Freunde. Was geht denn hier ab? Alter Schwede. Das ist heftig. Das ist heftig. Schaut euch das mal an. Sogar der ganze Hintergrund hier ist einfach mal jetzt rot. Alter, schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an, Freunde. Den will man doch nicht erleben in Minecraft. Also ich denke mal, ich brauche keinen Villager-Spawn. Das sollte auf jeden Fall schon ausreichen hier. Ich mache es trotzdem mal, um euch das Ganze zu demonstrieren. Aber wir sehen, oh Gott, der ist sogar schneller vorbeigelaufen. So, jetzt nochmal. Vielleicht kann ich dann euch demonstrieren, wie einfach mal Villager angegriffen werden. Aber irgendwie sieht der Izzy nicht, glaube ich, habe ich den Eindruck, oder? Kann er mal irgendeinen angreifen? Wir sehen. Also eigentlich müsste der auch attackieren können. Das wundert mich ein bisschen. Man kann ihn auf jeden Fall. Wobei, kann man ihn überhaupt angreifen? Boah, der ist halt einfach nur gigantisch groß, ne? Hat mir jetzt mal diesen Bogen hier geholt. Aber wir sehen, ich kann ihn, glaube ich, gar nicht richtig angreifen, ne? Okay, also der ist sehr, sehr OP. Lassen wir den einfach mal wegfliegen. The Shadow, also der Schatten. Wir gehen mal, machen weiter mit Demogorgon. Gorgon. Wir sehen Demogorgon. Hier haben wir Demogorgon. Alter Schwede. Der hat so einen richtig heftigen Kopf. Schaut euch das mal an. Der hat so einen, das Gesicht ist ganz komisch. Der springt sogar hier von einer zur anderen, zum anderen Villager. Schaut euch das mal an. Alter, ist ja gar nicht aufzuhalten. Und machen wir weiter deshalb mit Demodog. Und das hier ist Demodog. Vorhin hatten wir Demo-Cat. Und auch Demodog hat so einen richtig komischen Kopf. Man hat es vielleicht gerade gesehen. So einen richtigen, ich kann ihn gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall. Oh, der ist aggressiv. Oh, ja, ja, der will auf jeden Fall hier aufs Ganze gehen, Freunde. Wir machen aber weiter mit Facehugger. Und Facehugger ist sehr speziell, denn der klammert sich normalerweise ums Gesicht und geht dann auch nicht mehr runter. Ich würde sagen, ich gehe mal ein wenig abseits, um euch das Ganze hier zu demonstrieren. So, wenn ich jetzt nämlich im Survival-Modus bin, dann werden wir schon sehen. Zack, er geht auf mich drauf, auf meinen Kopf drauf. Und das Verrückte daran ist, der versucht irgendwie drauf zu kommen. Okay, irgendwie bekommt er das gerade nicht so ganz hin. Ah, okay, okay, okay. Also eigentlich müsste er dann gleich aufs Gesicht drauf kommen. Also wundert mich gerade ein bisschen. Ja, also springen können sie auf jeden Fall beide sehr gut. Also warum es nicht funktioniert, ich habe keine Ahnung. Aber normalerweise konnte man die dann auch gar nicht mehr runterpacken vom Gesicht. Naja, egal. Die hatten ihre Chance, dann sollen sie mal lieber woanders herumspringen. So, wir gehen aber wieder zurück, denn wir haben noch coole andere Monster. Da wäre beispielsweise der Chestburster. Und das hier ist der Chestburster. Sieht schon fast aus wie so eine kleine Schlange. Soll aber anscheinend Monster erdrücken. Das werde ich jetzt einmal auch demonstrieren, indem ich hier so einen Villager spawne. Also ich mal gucken, ob der jetzt angreift. Wir sehen. Okay, also anscheinend greift er nicht an. Vielleicht greift er auch nur bestimmte Mobs an. Ich kann es irgendwie nicht sagen gerade, aber eigentlich dachte ich, dass er die jetzt zerdrücken wird, die Monster. Tut er allerdings nicht. Der schleicht stattdessen einfach nur durch die Gegend hier. Naja, egal. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber zum nächsten Monster. Und zwar haben wir noch Slenderman am Start. Der ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gruselig und sehr auch
Oh mein Gott, ist der gut dargestellt. So, Slenderman, hier ist dein Kollege, den du angreifen kannst. Ihn angreifen, dann bekommen wir solche Horror-Soundeffekte. Vielleicht hört ihr das so ein bisschen. Ja, da sollte man auch vorsichtig sein. Ich dachte eigentlich, dass er uns auch angreift, aber das scheint er nicht zu tun. Wahrscheinlich wieder, wenn ich in den Survival-Modus gehe, schätze ich mal. Wobei, auch hier tut sich nichts. Der bleibt einfach nur stehen. Wieso Deko? Ach, und das sind wieder unsere kleinen Spinnen. Die, also es sind so Minispinnen. Oh Gott, was ist das denn? Oh mein Gott. Was sind das hier für Soundeffekte? Oh Gott, das ist da vorne, okay. Egal, wir machen weiter, Freunde. Wir haben nämlich noch einige coole Mobs hier am Start. Und da wäre zum Beispiel der World Eater. Okay, das ist ja... Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist einfach mal der Weltesser. Der ist so groß. Junge, schaut euch das mal an. Ich meine, der heißt nicht ohne Grund der Weltesser. Aber dass der so groß ist, dass wir einfach mal verhältnismäßig nur aussehen wie eine Ameise, sprengt ja wirklich alles. So, ich habe den einmal umgebracht, damit er jetzt hier nicht alles einnimmt. Okay, wir haben nämlich noch sehr viele coole andere Monster am Start. Und zwar haben wir noch einmal Scribblehead. Und das hier ist Scribblehead. Der Name soll daran deuten, dass das quasi so eine gezeichnete Figur ist. Macht auf jeden Fall Sinn. Scribblehead. Dann haben wir noch Tampa am Start. Oder Tampa. Sieht aus für mich wie eine gezeichnete Hand, die irgendwie jetzt, ja, da drauf läuft. Sieht zumindest so aus. Dann haben wir einen Brückenwurm. Okay, der Brückenwurm sieht ja mal super gruselig aus. Lol, und der hat ihn sofort einfach mal umgenietet. Hätte ja gar keine Chance zu leben. Dann haben wir TMW Tut F, was auch immer das heißen soll. Schaut euch den mal an, okay. Sieht irgendwie wie so Slenderman aus mit einem umgedrehten Kopf. Verrückt. Dann haben wir den Lochmann, Hole Man. Alter, was ist das denn? Das sieht ja mal gruselig aus. Okay, okay, okay. Dann haben wir hier noch den Meatball, also Fleischball. Das hier ist einfach mal der Fleischball. Der wurde mit einem Schlag umgebracht. Den muss ich nochmal ein bisschen weiter spawnen. So, und da sehen wir hinten noch das krasse Alien-Monster. Also hier haben wir diesen Meatball. Der ist, soweit ich weiß, von einem Spiel. Super Meatball hieß das, glaube ich. Aber hier haben wir ihn tatsächlich, Meatball. Und man kann ja auch noch ganz klar den Mund erkennen. So, haben wir noch einen Imposter von Among Us am Start. Lol. Oh mein Gott. Okay, das ist aber kein normaler Imposter. Wir sehen, der ist wirklich mutiert. Hier unten haben wir nämlich den normalen den normalen Among Us-Charakter-Körper. Und da oben haben wir irgendwas, was mutiert ist. Dann haben wir Lil Nugget. Ein ganz kleines Lebewesen. Okay, was leider schnell umgebracht wird. Und dann gehen wir auch schon rüber zur nächsten Reihe von der Kiste. Denn wir haben ja noch coole Monster am Start. Dann haben wir hier nämlich noch einmal diese Reihe. Dann haben wir einmal Cartoon am Start. In Klammern Insane. Ja, da scheint irgendwie nichts rauszukommen. Also ist irgendwie unsichtbar. Funktioniert nicht richtig anscheinend. Hier haben wir das vergessene Baby. Ja, das sieht aus wie dieser Lil Nap von gerade, nur ein bisschen größer. Auf jeden Fall sehr interessant. Dann haben wir Precursor of the First War. Irgendwas mit Ersten Krieg. Erster Angriff. Boah, alter Schwede. Schon wieder so ein XXL ultra krankes Gigamonster. Der sieht super gruselig aus. Einfach nur mit so einem aufgestreckten Mund. Alter Schwede, den will ich auf jeden Fall nicht in meiner Welt erleben. Dann haben wir noch den Red Man am Start. Und das ist der Red Man. Okay. Erinnert mich fast an so einem Baum. Also wie so ein durchsichtiger Busch von so einem Baum. Aber in Rot halt dargestellt hier. Könnte man verwechseln. Dann haben wir noch einmal Roving Moon. Und Roving Moon, boah, das sieht, lol, so ein bisschen erinnert er mich an Slenderman, aber so mit Füßen am Laufen, beziehungsweise an Siren Head eher. Siren Head am Laufen mit so Füßen. Also der Kopf, ja, sieht meiner Meinung nach aus wie so eine Sirene auf jeden Fall. Wobei eher wie Lighthead, ne, dieser Lichtkopf, doch, das ist, glaube ich, ganz gut. Dann haben wir noch einmal That's No Moon. Das hier ist That's No Moon, alter Schwede, der ist ja mal ultra heftig. Sieht aus wie so ein Wasserlebewesen, nur als komplette Horrorvariante hier. Da muss man wirklich aufpassen, Freunde, weil wenn der einen auf ist, dann landet man auf jeden Fall nicht mehr in der normalen Minecraft-Welt. So, gucken wir weiter, was wir noch so Schönes am Start haben. Wir haben nämlich noch einmal einen Körperwurm. Lol, was ist das denn für ein Wurm? Alter Schwede, der ist gigantisch groß, dieser Wurm. Und der zappelt wie ein Fisch. Der ist der Wahnsinn, Freunde. Also sehr, sehr verrückt. Hier nochmal Meatball. Okay, hatten wir gerade schon. Aber sieht tatsächlich hier so ein bisschen anders aus. Ja, hier sehen wir ihn nochmal. Ich habe anscheinend mehrere gespawnt. Deswegen hier sieht man den nochmal einzeln. Sieht auch anders aus als der andere. Dann haben wir noch Subrups at Dusk, was auch immer das sein soll. Oh, der ist auch krass. Der ist richtig groß.
Schaut euch das mal an. Wie so eine... Oh, ich kann es nicht beschreiben, aber auf jeden Fall ein sehr düsteres, dunkles Monster. Läuft auf vier Beinen und ist sehr, sehr gruselig auf jeden Fall. Sehr, sehr gruselig. Dann haben wir noch einmal das Sky Tentaculus. Oh, das muss irgendwas Großes sein, wenn schon der Name Sky, also Himmel, drin steht. Oh ja, oh ja. Erinnert mich an eine Qualle, die einfach mal schweben kann. Und ich glaube, diese Qualle ist auch sehr, sehr stark, wenn man sich die so anschaut. Dann haben wir noch einmal Mushroom Crab, also eine Pilzkrabbe. Und ja, das ist definitiv eine gigantische Pilzkrabbe. Ob das ist, also für mich, ich kann da jetzt noch eine Krabbe gar nicht rausdeuten, aber zumindest ein sehr komisches Alienwesen. Dann haben wir noch den Country Giant. Der Country Giant, hier haben wir ihn. Erinnert mich, lol, an so ein Pferd. Sieht fast aus wie ein Pferd. Doch, das sieht aus wie ein Pferd für mich. Nur in irgendwie ein bisschen gruseliger, weil es gar keine Augen hat und irgendwie alles dunkel ist. Also man erkennt gar nichts an dem Skin. Keine Farben sind da dran, keine Strukturen sind da dran. Man erkennt einfach nur wie so ein Schatten halt, ne? Wie so ein Schatten. Ich meine, schaut euch mal diese Silhouette hier an, das sieht schon angsteinflößend aus, auf jeden Fall. Da haben wir noch den Angel Rapture. So, Angel Rapture. Alter, was für so eine Katze. Alter, was ist das denn? Ich dachte von der Seite, das ist eine Kamera. Aber anscheinend ist es keine Kamera, Freunde. Wir haben hier noch Starlight Cinema. Und das hier ist Starlight Cinema. Und der sieht ja mal total unspektakulär aus. Einfach wie so ein verwirrtes Monster mit diesen komischen Augen. Aber wir haben ja noch ein bisschen was in der Kiste drin, Freunde. Und das holen wir jetzt auch raus. Denn wir sehen hier noch eine schöne Reihe. Und wir sehen, hier haben wir ein Anxious Dog. Also einen Angst- oder verängstigten Hund. Und hier ist er, Freunde, der verängstigte Hund. Oh ja, der ist auf jeden Fall sehr, sehr angsteinflößend. Sieht irgendwie ganz komisch aus. Dann haben wir den großen Charlie. Lol, was ist das denn? Der große Charlie, die greifen sich sogar anscheinend gegenseitig an. Interessant, interessant. Dann haben wir hier Behemoth. So ein Behemoth. Oh, der ist auch gigantisch. Warum sind denn diese Monster alle so gigantisch groß? Da muss man sagen, ja, irgendwann despawnen die sogar, weil die halt so groß sind und Minecraft die gar nicht mehr sehen kann, die Monster. Aber zum Glück können wir sie noch erkennen. Freut mich auf jeden Fall. Jetzt habe ich Manta aus Versehen weggeschmissen. So, da haben wir nochmal Manta. Und hier ist Manta. Das ist wirklich ein Manta. Also, das sind, glaube ich, so Wasserlebewesen. Hier sieht man es... Ah, ich muss am besten nochmal zur Seite, weil diese Mobs so groß sind, dass man die sonst gar nicht erkennen kann. Aber hier sehen wir nochmal den Manta. Alter Schwede, wie groß ist denn dieser Manta? Der ist heftig. Der ist heftig. Hier auch noch dieser verschreckte Mund. Also, Leute, stellt euch mal vor, ihr seid im Survival-Modus und dieses Monster taucht auf. Ich glaube, das wollt ihr nicht und deswegen nochmal liken nicht vergessen, denn dann tauchen die garantiert nicht auf, Freunde. Das verspreche ich euch. So, dann haben wir noch einmal die Hand of Heaven oder Hand of Heaven, also Hand des Himmels. Und da sehen wir die Hand des Himmels. Und es ist tatsächlich eine Hand des Himmels. Also einfach eine ganz normale Hand, die aus dem Himmel runterguckt und ja, was auch immer die Mission ist von dieser Hand. Die sieht auch einfach nur dunkel aus, wie so ein Schatten. So, dann haben wir noch Slid Down the Clouds. Also irgendwas mit wahrscheinlich... Ja, ich dachte jetzt mit so Wolken, aber nein, wir haben keine Wolken, sondern einfach nur sehr langarmige, ja, Tentakel, kann man das so nennen? Arme, ihr wisst, was ich meine. Und ich muss sagen, so alle Monster nebeneinander machen natürlich auch schon deutlich krassen Eindruck. Und damit gehen wir weiter zu Void Nugget. Denn wir sehen hier, Void Nugget ist auch so ein ganz kleines Monster. Und es kann sich einfach mal durch die Gegend hier teleportieren. Ähnlich halt wie ein Enderman. Oh ja, da muss man auf jeden Fall auch aufpassen. Dann haben wir hier The Lamp. Und The Lamp sieht aus wie unser Kollege von vorhin. Hier dieser, wie ist der nochmal? Pick Creature. Auf jeden Fall verrückt, Freunde. Sehr verrückt. Dann können wir noch eine Münze spawnen. Ja, die ist ja wirklich mini. Sehr, sehr mini. Also da kann man ja gar nichts mit anfangen. Dann haben wir noch den Good Boy am Start. Und der Good Boy teleportiert sich anscheinend auch schneller, als wir gucken können. Sieht auch wieder aus wie so ein ganz kleines Hündchen oder sowas. Ich weiß es nicht. Schwierig zu beschreiben. Wir haben auch noch Spezialwaffen in der Kiste, die ich euch zeigen kann. Und zwar hier. Neben den anderen Sachen. Und zwar haben wir noch hier einmal Vengeance of the Forgotten Gods. Okay. Alter, was ist das denn? Oh mein Gott. Sieht aus wie Slenderman, aber in der ultramutierten Skelettvariante. Hier so die Rippen, da der Slenderman-Kopf. Alter Schwede, der sieht auch heftig aus. Dann haben wir den alten Detektiv. Oh ja, der alte Detektiv hier mit so einem Detektivshut am Start. Kann lange nicht überleben. Und auch noch eine Pistole in der Hand, aber...
gar keine Chance hat er. Oh, jetzt fangen die sich ja gegenseitig anzugreifen. Okay, aber wir haben noch einmal hier Bad the Nails. Schaut euch das mal an. Wir haben hier einfach mal einen Baseballschläger, mit dem wir auch zuschlagen können als Waffe. Also ich muss sagen, das sieht auch ganz cool aus. Und das Verrückte ist, wir haben einmal die Variante mit so Nägeln und einmal ohne Nägel. Und ich will mal einmal ganz kurz zuschlagen. Alter Schwede, schaut euch das an. Oh mein Gott, der hat ja gar keine Chance. Der wird ja hier vertrieben. Oh mein Gott, Leute. Also diese Waffe hat es auf jeden Fall in sich und diese Monster sowieso. Deswegen, wenn euch diese Horrormonster gefallen haben, lasst ein Like und abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Danke für euren Support und ciao.